Und damit einen wunderschönen und willkommen zurück zu einem weiteren Devil May Cry Teil hier auf unserem wunderschönen Kanal. Ich bin der Bardo und begrüße euch mittlerweile zu Devil May Cry 5. Ja, wir haben jetzt wirklich 1, 2, 3, 4 und jetzt spielen wir den fünften. Die Zwischenteile habe ich tatsächlich ausgelassen, weil ich die auch gar nicht habe. Aber ist ja auch egal. Wir drücken jetzt einfach mal Start. Ich habe mal so ein bisschen reingespielt, um mal zu gucken, ob das alles läuft, etc. pp. Ich hoffe, die Lautstärke passt soweit auch. Wir checken mal eben gerade die Optionen ab. Das ist ja für die meisten vielleicht auch sehr interessant. Wie zum Beispiel die Grafikeinstellung. Und hier könnt ihr wirklich euch austoben bis zum geht nicht mehr. Das ist nämlich, ja, fast, also es ist dieselbe Engine wie auch in Resident Evil 2. Und mit diesen ganzen Lichtspektakeln und so, die hier abgehen, das ist schon relativ cool. Ich habe auch schon mal so ein bisschen angespielt, wie gesagt, aber auch nicht weit. Die erste Mission habe ich gemacht und von daher drücke ich jetzt nicht auf Fortsetzen, sondern aufs Hauptmenü. Wir haben jetzt mehrere Möglichkeiten, das Spiel zu spielen, wie zum Beispiel Missionsauswahl. Ja, ja, das ist okay. Und dann können wir immer noch wählen, ob wir mit Dante, Nero und V spielen oder mit Virgil. Ne? Das ist halt relativ cool. Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal den Prolog mit dem ganz normalen Team, Nero, Dante, V. Und schauen einfach mal rein, wie das Spiel denn so ist. Ob wir gut reinkommen, ob die Steuerung genauso ist wie in den Teilen davor und so. Aber ich schätze mal, da wird einiges anders sein. Schon aus einem ganz bestimmten Grund, der gleich am Anfang passiert, aber da komme ich dann später nochmal drauf zurück. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß mit dem Prolog und dann schauen wir einfach mal, was passiert. Also, ich wünsche euch viel Spaß, dran geblieben, bis gleich. We've known each other a long time. You never had this much trouble. You gonna make it through this, Dante? Doing wasting my time here. He's got this. You should not underestimate this demon. After all, it was he who took your right arm and gained a great deal of power from it. I'm leaving. I suggest you do not fall behind. Yeah. Okay, V. You're an interesting guy, but you're right. I've got a score to settle with that son of a bitch. Und damit befinden wir uns auch schon mitten im Spiel. Wir starten mal die Mission und ich werde gleich noch ein paar Einstellungen vornehmen tatsächlich. Weil die Musik ist mir ein bisschen zu laut. Ich guck mal gerade eben, ob ich das überhaupt eingestellt habe. Und dann geht die Action auch schon los. So, Sound, was haben wir denn hier? Oh, die Musiklautstärke muss runter. Dynamikbereich muss auf klein, weil sonst hören wir wieder so wenig. Die Soundeffekte mache ich auch mal ein bisschen leiser, aber die Sprachausgabe muss laut sein. So, gucken wir mal eben, wie sich das so verhält. Ja. Wir könnten noch einen Tacken runtergehen. Sound. So,
So ist das gut. Alles klar, dann starten wir mal. Ich bin sehr gespannt, ob ich noch klarkomme mit dem Spiel. Ich muss mich erstmal wieder an die ganzen Moves gewöhnen. So, hier sehen wir jetzt zum Beispiel vieles nicht mehr, weil ich ja schon die erste Mission gespielt habe. Sprich, die Tutorials und so. Ich glaube, die werden hier ausgelassen, ich weiß es aber auch nicht. I could take you with no arms. Alles klar. Okay, das war schon der erste Gegner. Ja, noch haben wir nicht so viele Moves. Uns fehlt ja auch der rechte Arm, aber da kommen wir gleich zu. Für viele, die es schon gespielt haben, Nero verliert halt seinen rechten Arm aus bestimmten Gründen, die wir vielleicht auch noch später sehen werden. Und somit haben wir auch die Macht von Yamato nicht mehr. Und natürlich den Greifarm auch nicht mehr, was vieles ausmacht, meiner Meinung nach. Green Ambusa. So, die halten anfangs auch noch gar nicht so viel aus. Ich spiele aber auch den normalen Modus, nicht, dass ihr euch jetzt wundert. Wir könnten natürlich auch eine Nummer härter zocken, aber dann weiß ich nicht, ob ich hier noch durchkomme. Deswegen spielen wir erstmal auf normal. Wenn es zu einfach ist, kann ich das ja immer noch umstellen, hoffe ich, weiß ich nicht. Hey, thought you took off. Do you not understand? We cannot hope to do this without you. That's all right, Superstar. Go on with your bad stuff. Go ahead. We got this. Ich kann ja mal gerade eben schauen. Tutorials, Fähigkeitenliste. Wir können auch noch gar nicht so viel. Spieler Nero Modus Mensch. Es gibt auch noch den Modus Teufelsjäger. Das ist dann eine Nummer schwieriger für geübte Devil May Cry Spieler. Aber geübt bin ich jetzt überhaupt nicht. Ich meine, ich habe schon mal einen Devil May Cry gespielt, keine Frage, habt ihr ja alle gesehen. Aber irgendwie fühle ich mich noch nicht so bereit, dass ich sage, ich bin ein geübter Devil May Cry Spieler. Das war alles mehr Glück als Können, was ich da geschafft habe in den letzten vier Teilen. So, hier ist alles kaputt. Wir können, wie gesagt, noch nicht wirklich viel machen an Moves. Ich kann jetzt hier dreimal die Y-Taste drücken. Hier den können wir auch noch, aber das war's dann auch. Ein bisschen schießen können wir. Ja, mehr geht ja aber leider nicht. Noch nicht. Wir müssen erst ein paar Punkte verdienen. So, ich mache mal Kopfhörer ein bisschen lauter. So, da vorne kämpft Dante schon. Dann wollen wir ihm mal ein bisschen helfen. Hold on, Dante. Looks like this won't be a total waste of time after all. Hey, jackass! Didn't your mother ever teach you it's not nice to steal? Sorry, Dante. I'm bagging this bitch! Oh yeah! Jetzt geht's los! So, wir können nur draufkloppen, mehr kann ich nicht machen.
Au! Boah, der hat die Zeit angehalten einfach. Und mir auf die Fresse gehauen. Oh, ich dachte, ich hätte einen Doppelsprung. Jau, ich kriege hier direkt aufs Maul, aber sowas von. Sag mal, müssen wir hier sterben oder... Weil ich tue dem ja gar keine Energie abziehen. Alter. Nein, jetzt habe ich noch nicht mal getroffen. What happened to Dante? Where's Dante? He's buying time, but it doesn't look good. This can't be happening. Dante lost. Forget it. There's nothing we can do. We must go. Wow, was für ein Anfang. Krass. Wir können nichts tun und die Leute werden einfach aufgespießt. Was geht denn ab? So, dann geht's jetzt weiter. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ah.
and surrounding cities have ceased to function as a result of the mysterious tree that apparently attacked the city approximately 1 month ago. In light of this incident, the government... They're demons! I've seen them with my own eyes! Red Grave is completely taken over! Let us pray for mercy. This is a trial from the heavens above. They Same crap, different day. So, tell me. Tell you what? How does it feel to be rescuing the guy that killed your father? Hey, I'm glad we're getting personal. Well, he abandoned my mother and I and left us for dead. So I feel nothing. Well, he's not exactly going up for Father of the Year award now, is he? His research wasn't half bad. Came in handy. Mildly thank you for that. You have to do that in here. It already smells like ass. That's you! Hey! Nico! Don't lose your tits! I see him! Hey! You have to hit every single bump in the road? Gonna ruin my groove! Okay, das war cool. Das war cool. Hold the line! Hold the line! Nothing gets through! What's going on? You look like you need a hug, but you're not gonna get one from me. Better get lost. Hey, who are you? Hey, you're gonna get yourself killed! Don't crap yourself. He likes to kill demon things.
Let him do his thing. You hear what I said, you dumb one-armed son of a bitch? You're gonna die! Cheer up, crew cut. You taking notes? All right, time to kick some ass. So, aber ich würde sagen, da wir jetzt schon so lange spielen, machen wir hier mal einen kurzen Cut und sehen uns dann in der nächsten Folge von Devil May Cry 5 wieder zurück. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das Video eben mit dem Auto, ob da Musik, da war Musik drunter und ich habe keine Ahnung, ob die GEMA mich wieder anschreibt. Das ist unser Lied und bla 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 und Urheberrechte und dies und das, kann sein, dass es still ist. Ich weiß es nicht genau. Ich will es aber nicht hoffen. Ja, und alles Weitere sehen wir dann jetzt. Ich muss die Folge jetzt erstmal schneiden, hochladen und dann gucken, was passiert wegen der Musik. Vielleicht muss ich die auch komplett ausmachen. Ich weiß es noch nicht. Deswegen schauen wir uns das Ganze einfach mal dementsprechend dann an. So, Devil Breaker. Drücke B, um den Spezialangriff deines Devil Breakers auszuführen. Nimmst du während der Ausführung des Angriffs Schaden, wird dein aktueller Devil Breaker zerstört. Okay, B halten und dann loslassen. Das Aufladen eines Angriffs macht den Angriff mächtiger, zerstört aber auch den... Ah, okay, okay. Okay, und hier machen wir Pause. Sehen uns, wie gesagt, in der nächsten Folge wieder und ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Also schaltet ein, wenn es soweit ist, wenn es euch gefallen hat, Däumchen, Kommentare und meinen Bart bärtiger werden lassen. Das würde mich freuen und den Kanal supporten. Bis dahin, macht's gut, Peace, bis dann und haut da rein. Ja.